Hallo liebe Leute und willkommen zurück hier zum Zweiradgeber. Heute geht es mal raus aus der Werkstatt, denn ich fahre gleich nach Leipzig. Und ja, ich weiß auch noch nicht genau, was das jetzt soll. Und ich verrate euch besser noch nicht, was ich dort vorhab, denn dann bin ich mir sicher, dass mir gleich niemand mehr zuschauen wird. Also dann, viel Spaß! So, ich fahre jetzt hier direkt auf das Gelände zu. Bergbautechnikpark Leipzig nennt sich das. Das ist schon mal am Arsch der Welt. Und ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, worauf ich mich heute eingelassen habe. So, wir sind jetzt hier an dem Ort, an dem man die E-Schwalbe testfahren darf. Genau das tun wir jetzt einfach mal. Los geht's. Leute, also ganz ehrlich, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Am besten, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, fasse mich dann in Worte und überlege nochmal, wie ich es am besten diplomatisch ausdrücke. Und dann sehen wir uns wieder. Dann gebe ich für euch noch eine kleine Rezension ab, denn man muss dazu sagen, fairerweise, dass die Schwalbe sowohl positive als auch negative Seiten hat. Bis dahin. So, da wären wir wieder zurück in der Werkstatt und ich habe einfach mal eine ganze Nacht über die Sache geschlafen und mir dann so überlegt, was gefällt mir eigentlich an dem Projekt und was eben nicht so? Also kurz zum Hintergrund, die Firma Govec, die das Ganze vertreibt, ist eigentlich bekannt für E-Roller und E-Mobilität. Und genau dahin wollen sie auch, denn sie sind ab neuestem auch offizieller Lizenznehmer der Marke Schwalbe. Und Ende diesen Sommers soll die E-Schwalbe vom Band laufen. Und für schlappe 5.400 Euro ist die Basisversion zu bekommen, aber dazu später mehr noch. Denn als erstes dachte ich so, oh Mann, was wird das denn schon wieder? Und das war wie gesagt meine erste Reaktion, aber sind wir doch mal fair und geben dem Projekt eine Chance und schauen einfach mal hinter die Kulissen. Das Design. Also mal ehrlich, wenn die Schwalbe weit entfernt an der Kreuzung stehen würde und ich meine Brille nicht auf hätte, dann würde ich sie sogar grüßen, denn man muss dazu sagen, sie sieht aus der Ferne tatsächlich aus wie eine Schwalbe. Und jetzt kommt aber das große Aber, die gesamte Frontpartie, oh weia. Also fangen wir mal mit dem Kotflügel vorne an. Der sieht nicht aus wie bei der Schwalbe, sondern eher wie bei so einem Schnabeltier. Und auch der Knick vorne im Knieblech erinnert mich doch eher an meine erste Schwalbe, mit der sich der Vorgänger allerdings schon ein paar Mal auf die Fresse gelegt hat. Für meinen persönlichen Geschmack ist auch der Motortunnel ein bisschen zu eckig geworden, aber das Heck, das muss man dazu sagen, ist fast 1:1 dem alten Design ähnlich, auch wenn es ein bisschen fetter bzw. breiter geworden ist, da die gesamte E-Technik dort untergebracht werden muss. Auch die Blinker hinten erscheinen erstmal ungewohnt, aber das ist wohl eher der Gesetzeslage geschuldet als den Designern. Das Fahrgefühl. 1A Leute, ehrlich, also das war das, wo ich mit Abstand am meisten überrascht war, denn das Fahrzeug ist nicht nur wuchtiger, sondern es ist insgesamt auch schwerer, denn mit 120 bis 135 Kilogramm je nach Modell ist es damit etwa 50 Kilo schwerer als das Original. Und das gibt Fahrsicherheit. Also ehrlich, stabiles Fahrgefühl und die Bremskraft, ach, da kann die originale Schwalbe nur von träumen. Aber was tatsächlich am meisten Spaß macht, das ist die Beschleunigung. Ihr werdet es nicht glauben, aber das Dingen rennt los, als wäre es nichts und dafür gibt es insgesamt vier Fahrmodi und zwar zum einen den Akkusparmodus mit nicht ganz so viel Beschleunigungskraft, dann den City Mode mit etwas mehr Beschleunigungskraft und dann den sogenannten Sport- bzw. Boost Mode mit maximaler Beschleunigung. Ach ja, fast vergessen, dann gibt es noch einen Crawling Mode, also einen Rückwärtsgang zum Einmanövrieren beim Parken. Jetzt kommt leider der ganze Haken an der Sache, denn das Ding rennt zwar los wie Sau, allerdings, der Gesetzesgebung sei Dank, nur bis 45 Stundenkilometer. Ich habe aber rausgehört, dass Govec bereits an einer etwas leistungsstärkeren Klasse arbeitet, also mal abwarten. Naja, und ansonsten stinkt's nicht, es knattert nicht, sondern es hört sich beim Fahren haargenau so an wie eine Straßenbahn, die gerade am Beschleunigen ist. Und das ist ein bisschen schade, denn ich hätte mir hier zum Beispiel noch eine Zweitakt-Variante gewünscht, mit optionalen Lautsprechern und optionalen Zweitaktgeknatter. Der Akku. Ein Akku hat im aufgeladenen Zustand im Optimalfall eine Reichweite von ca. 60 Kilometern und es gibt sowohl die Varianten mit einem als auch mit zwei Akkus, dementsprechend natürlich teurer.
Leider sind die Akkus fest unter dem Tunnel installiert und das konnte ich mir bei der Vorführung auch leider nicht anschauen. Aber was man sehen konnte, das war das Ladekabel, was unter der Sitzbank hervorkommt und womit die Schwalbe dann angeschlossen wird. Und sonst so? Also uns als Simson-Schrauber interessiert natürlich immer noch, kann man an dem Ding bei technischen Defekten irgendwas selber reparieren? Und ich sage, das wird schwierig, höchstens noch ein Reifenwechsel. Aber es ist auch hoffentlich nicht nötig, dass dort irgendwas defekt ist und dass man das reparieren müsste. Denn bei dem Preis darf da gar nichts kaputt sein. Die Schwalbe kostet in der Minimalvariante 5.400 Euro und damit gehöre ich, so wie die meisten von euch wahrscheinlich, gar nicht mehr zu der Zielgruppe, an die das verkauft werden soll. Die E-Schwalbe ist wohl eher was für den Großverdiener in Hamburg, Berlin oder München, der sich damit noch ein Stückchen Mobilität verschaffen will. Mein Fazit zur E-Schwalbe. Liebe Simson-Fangemeinde, beschmeißt mich jetzt ruhig mit Tomaten und mit faulen Eiern, dass ich überhaupt dort gewesen bin. Und nein, man kann natürlich das Original nicht mit der E-Schwalbe vergleichen, das ist schon klar. Aber trotzdem, die gesamte Thematik, also E-Mobilität, E-Roller, das alles ist wichtig und das beschäftigt uns jetzt und das wird uns auch in Zukunft beschäftigen, ob wir das wollen oder nicht. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jeden Simson-Klassiker gleich als E-Variante wieder auf den Markt bringen sollen, nein, um Himmels Willen. Aber trotzdem, seht das Projekt E-Schwalbe nicht als Ersatz für unsere geliebten Simson-Roller, sondern vielmehr als eine Alternative für denjenigen, der sich jetzt dazu entscheidet, einen E-Roller zu kaufen. Und ich bin mir sicher, auch die E-Schwalbe hat irgendwo ihre Daseinsberechtigung und auch die wird ihre Abnehmer finden. Vielleicht nicht in unseren Reihen und ich bin mir sicher, dass es vielen von euch auch sauer aufstoßen wird, aber das ist nun mal jetzt auf dem Markt und es ist auch eine relativ ausgewogene Technologie, das muss man nochmal dazu sagen, wenn es auch hier und da noch Verbesserungen gibt. Schreibt mir also mal eure Meinung dazu, bildet euch eure Meinung, testet sie ruhig mal, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt und dann sagt mir, was haltet ihr davon? Sagt ihr, nee, das geht überhaupt nicht oder seid ihr vielleicht sogar potenzielle Kunden? Das würde mich interessieren und vor allem interessiert mich auch, was ihr generell von solchen Videoformaten hier haltet. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.